Mein Name ist Gijs Lenaers und ich leite den Rundfunkchor Berlin. Man findet unseren Chor in den Konzertsälen dieser Welt, aber auch in Clubs, Parks, Hotels, Industriehallen, Ausstellungen oder in der Kirche. Heute sind wir in Kreuzberg. Hier leben die verschiedensten Kulturen miteinander. Das Hotel Orania Berlin ist bekannt für seine vielfältigen Konzerte mit KünstlerInnen, die in Berlin leben. Dort habe ich mich mit SängerInnen unseres Chores zum Musizieren verabredet. Sie haben Musik ausgewählt, mit der sie persönlich etwas verbinden. Gleich treffe ich unsere Altistin Anne-Rose Hummel auf ein Lied. Anne-Rose, du hast zwei Lieder mitgebracht, deren Tinte noch kaum getrocknet ist. Wieso das? Ja, das wird eine Uraufführung. Das sind ganz frische Lieder von meinem guten Freund Till Haß. Und die habe ich tatsächlich in Auftrag gegeben bei ihm in einem Anfall von Mäzenatentum oder sowas. Mhm. Also in dieser ersten Lockdown-Phase haben wir ja so viel Musik geprobt, die dann nicht stattfand. Ja. Es wurde viel gearbeitet für eine Nichtaufführung. Und irgendwie war ich dann tatsächlich relativ frustriert und habe gedacht, ich würde gerne aus dieser passiven Geschichte, dass man erduldet, dass alles abgesagt wird, was ich total verstehe, musste so sein und muss so sein. Aber ich möchte da gerne raus. Und dann kam mir irgendwie die Idee, ich lese mal mehr Gedichte, vielleicht gefallen mir welche und ich frage mal meinen Freund Till, ob er nicht Lust hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin aber niemand, der auf Auftrag komponieren kann. Also wenn es irgendwie für einen bestimmten Zweck ist, nee. Also ich kann nur, wenn ganz viel Freiraum ist. Und so. Ich habe gesagt, wunderbar, stell dir einfach vor, du komponierst für eine Nichtaufführung. Sozusagen umgedreht zu dieser ganzen Situation. Ich übe die ganze Zeit für eine Aufführung, die dann abgesagt wird. Lass uns im Kopf das Blatt wenden. So. Genau, und da hat er sich drauf eingelassen. Und irgendwie, wie durch Zauber, gibt es jetzt eine kleine Videoaufführung. Du sprachst von Gedichten. Ja. Welche Dichter hast du dann gefunden letztendlich? Ich glaube, ich hatte tatsächlich im Buchladen Hilde Domin, Hertha Müller, Else Lasker-Schüler und ja. Und dann sind es letztendlich zwei Gedichte von Domin geworden. Ja, genau. Wieso hast du die ausgewählt? Ich finde, die Texte haben auch irgendwas, für mich haben die was mit der aktuellen Situation zu tun. Wieso das? Naja, dieses Orientierung handelt ja davon, welchem der lang vergangenen Schimmer man sich zuwendet innerlich und tatsächlich so nach einem Jahr kein normales Konzert wie früher mal, ging es mir schon so, dass ich mir das irgendwann auch gar nicht mehr so vorstellen konnte. Wir waren auf der anderen Seite der Welt und so. Und ja, was sind dann die Erinnerungen, die so nachhallen? Und das andere, da ist ja schon der Titel, nicht müde werden. Das ist einfach eine Aufforderung. Passt auch gut zu der Tatsache, dass du die Sache ja auch in gewisser Maße selber in die Hand genommen hast, was ich sehr schön finde. Ja. Ich meine, man kann da natürlich sich einfach hinsetzen und abwarten. Aber du hast es, wie du selber auch gesagt hast, eher umgedreht, diese Situation. Ja, ich möchte auch, dass irgendwas entsteht. Nicht nur irgendwas immer nicht passiert, sondern dass aus dieser Situation was passiert. Wie würdest du die beiden Stücke charakterisieren? Also die sind sehr reduziert in ihren Mitteln und es gibt viele Pausen. Also es ist eher so eine feinere Art Musik, würde ich sagen. Eine minimalistische, reduzierte, ja. Auch passend zu den Texten, die ja auch sehr so genau, und da ist kein Wort zu viel. Also ich glaube, da ist auch kein Ton zu viel in den Liedern. Nicht mehr.
An den dunklen Tag.